Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, wo geht's heute drum? Heute möchte ich euch mitteilen, was ich verändert habe für meine Videoschnitte, für meine Videos allgemein, die ich hochladen möchte, damit es ein bisschen einfacher wird für mich oder besser wird für mich auf jeden Fall. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mich von Windows getrennt. Ich bin kein Windows-Nutzer mehr. Ich bin rüber geswitcht zu Apple und habe mir einen Mac Mini in der einfachen Ausführung gekauft. Und ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bereue da gar nichts. Weil bei meinem Windows-Rechner war das Problem, wenn ich bei YouTube ein Video gucke von irgendeinem Video, also YouTube-Kollegen, und der hat jetzt ein Video hochgeladen in 60 FPS, dann hat meine Grafikkarte, nehme ich an, Probleme gehabt, mit 60 FPS klarzukommen. Und zwar war das immer so, wenn ich ein Video geguckt habe, das lief erst kurz an bei Windows, dann fing es an zu ruckeln, blieb stehen und dann kommt diese schöne Eieruhr. Und dann hat YouTube mich praktisch eine Stufe tiefer runtergesetzt, auf die nächstkleinere 4K-Einstellung oder 2,7K-Einstellung runtergeballert. Und dann lief das Video schmierfrei. Dann habe ich mal einen Kollegen von mir gefragt und der hat mir mitgeteilt, das wird deine Grafikkarte sein. Dann habe ich da, wo ich praktisch meinen Rechner damals, 2000 Euro, gekauft habe, wurde mir mitgeteilt, ja, es ist die Grafikkarte. Du musst eine zeitgemäße Grafikkarte haben. Ich sage, was kostet der Spaß? Ja, wenn du jetzt für die nächsten 3, 4, 5 Jahre Ruhe haben möchtest, dann kostet so eine Grafikkarte eben so um die 500-600 €. Da fangen die Guten bei an. Es geht ja bis was weiß ich wo hoch. Und da habe ich gesagt, ne, das mache ich nicht. Der Rechner ist mittlerweile, weiß nicht, 3 Jahre alt, glaube ich. Oder ist jetzt im 4. Jahr. Und ja, ich weiß, dass bei Rechnern, wenn du heute einen neuen kaufst, ist er morgen schon wieder alt. Das Thema, das kennen wir. Aber ich habe mich dazu entschieden, wegzugehen von Windows und zu Apple zu wechseln. Und habe mir den Mac Mini gekauft. Und was soll ich euch sagen? Dieser kleine Mac Mini mit 256 GB SSD und den M2-Chip habe ich da drin. Und dann wisst ihr selber, was der alles hat. Das ist praktisch die einfache Ausführung von diesem Mac Mini M2. Und wie ich den angeklemmt habe, das Einrichten bei Apple fand ich als sehr leicht. Da waren keine Probleme, obwohl ich ja jahrzehntelang Windows genutzt habe. Aber was ich sagen muss, ich war neugierig, was schafft dieser Mac Mini bei YouTube Videos zu gucken in 60 FPS. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was Apple da macht, aber ich habe festgestellt, dass dieser kleine Kasten, der jetzt unter meinem Monitor steht, bei 120 FPS noch nicht mal Schwierigkeiten macht. Und das Ding läuft durch, schmiert durch und er zeigt mir auch unten, zeigt er ja immer an bei YouTube, ob in was für ein Format du guckst. Und bei dem Windows-Rechner musste ich immer anklicken, höchste Qualität wählen, 4K. Und bei dem Mac, da steht von vornherein 4K, da brauche ich gar nichts mehr machen. Also ich denke, ich bin den richtigen Weg gegangen, A, um Geld zu sparen und B, trotzdem Qualität zu kriegen. Und mir macht das Arbeiten mit dem Mac Mini einfach nur noch Spaß. Alles, was ich ja beim Windows-Rechner gemacht habe, kann ich auch beim Mac machen. Und ich bin super, super gut zufrieden. So, und was ich jetzt noch gebrauchen könnte, muss aber nicht, aber wäre schön, wenn ihr, die schöne YouTube-Welt da draußen, mir noch ein paar Tricks für eine Mac mitteilen könnte, dann würde ich mich freuen, wenn du das unten in den Kommentaren machst. Und falls du auf dieses Video stößt, nicht vergessen zu abonnieren, einen Daumen nach oben geben, dann ist alles in bester Ordnung. Also, wie gesagt, das wollte ich euch mitteilen.
Ja, und ich weiß, dass auch demnächst meine E-Bike-Touren wieder losgehen. Sobald das Wetter jetzt richtig besser wird, auch bei uns in Ostfriesland, scheint es sich zu beruhigen. Gut, dann sage ich erstmal Adieu und Tschüss. Und ja, bleibt gesund und fit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Hati. Ciao.